Willkommen bei Opal Direkt. Heute möchte ich euch zeigen, natürlich habe ich hier ein paar Steine vorbereitet, die ich preformen werde. Und hier möchte ich sie ein bisschen näher zeigen. Also man sieht nicht wirklich was an den Steinen. Und die habe ich einfach mal so willkürlich ausgesucht, habe sie eingepackt separat. Bei dem sieht man schon ein bisschen was. Ja. Und die werde ich jetzt dann gleich preformen. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja? Ziehe mich jetzt dann gleich an und dann legen wir los. Okay, jetzt habe ich sie alle ausgepackt, die Steinchen, dass man es nochmal sehen kann, bevor ich sie preforme, wie sie ausgesehen haben. Und ich hoffe, dass sie dann dementsprechend gut aussehen. Ja? Hier habe ich eine schöne dünne Ader. Ich hoffe, dass ich sie gleich freilegen kann. Ja, jetzt habe ich hier gleich die Ader freigelegt. Halte ich gleich ins Bild. Kurzen Moment noch. Ja, kommt gleich. Ja, da ist ein bisschen rot innen drin, grün. Gleich. Ich hoffe, dass man es ein bisschen erkennen kann. So, jetzt habe ich ein herausgearbeitetes braune weggemacht. Ich halte sofort in die Kamera. So, jetzt sollte man das Farbenspiel auch erkennen. Alle Farben drin. So, das sind jetzt schon die ersten Stücke, wo ich gemacht habe. Ich hoffe, dass man ein bisschen was erkennen kann. Und hier drin ist noch der Rest in der Schale. Und die habe ich schon gemacht. Und wenn ich jetzt die nächsten habe, dann zeige ich es gleich wieder. Also ich finde, da sind ein paar schöne dabei. Also da kommt jetzt einiges raus an Farbe. Wow, hat ja ein richtiges schönes Farbenspiel. Wahnsinn, zeige ich euch sofort. Jetzt habe ich das meiste rausgeholt. Hat schön Multicolor. Jetzt mein vorletzter Stein. Ei, gebrochen ist er. Gebrochen. Ei. Da muss ich jetzt zwei Steine draus machen. Gebrochen ist er. Schade. So, das ist jetzt der gebrochene Stein. Und da ist die andere Hälfte. Und ich finde doch, ich habe ihn gut retten können. Und jetzt sieht man hier die restlichen Steine. So, das sind jetzt ja die Steine, wo ich jetzt preformt habe. Ich hoffe, dass man ein bisschen was vom Farbenspiel erkennen kann. Und ich finde, es ist eine schöne Auswahl. Wenn ich es jetzt einzeln alle reinhalten würde, darf man deutlich mehr erkennen. Aber es ging jetzt um das Gesamtbild. Ja? Wenn man überlegt, wie sie vorher ausgesehen haben, sehr unscheinbar und jetzt ist doch einiges draus geworden. Okay? Dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zugucken bei Opal Direkt. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.